Jo, und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier Thüringen bei der Marschstadt. Ja, die Kühe kriegen auch schnell Futter. Meine Silos sind noch nicht so weit, die sind bei 96%. Die hinteren jedenfalls. Der eine kleine. Ja, wird aber länger dauern. Ja, Walzen durchziehen. Ansonsten ist noch nichts passiert. Auf der Fläche. Ja, Mist, das hätte schon eine zweite Folge haben und alle nicht aktiviert, ne? Egal. Ja, nutzt ja auch nichts. Tiere muss ich auch noch nicht transportieren, ne? Also. Ist nicht notwendig. Das ist eher zum Schluss. So, die Kälber haben noch was, sehe ich gerade so. Apropos Silage. Aber noch Heu. Ja, die brauchen ein bisschen weniger, das ist das ganze Dilemma, ne? Tier 100 Stück. Und dann nur 60.000 Futter, ne? Das ist natürlich klar, die brauchen öfters was, ne? Muss ich mal schauen, dass ich das vielleicht. Ja. Und ein Problem haben wir dann nicht mehr, aber Fütterung automatisch. Muss halt die Tage halt verlängern. Ich wollte eh auf 4 Tage gehen. Stand ja, aktuell jetzt, gestern und vorgestern. Muss ich mal schauen. BGA versorgen. Mal gucken, mal rein. Die Tiere übel genommen haben für ein paar Stunden. Ohne Futter. Nö, die kleinen waren, ne, die kleinen, die großen anscheinend. Oh, gleich 50% runter. Wir hatten irgendwann mal kein Futter gehabt. Ja. Aber Reproduktion ist eh bei 50%. Das ist. Ja. Gut. Ja, die brauchen ganz schön viel. Verfressen. So, BGH-Versorgung. War auch viel. Was haben wir hier? Menge. Prozente geschafft bei Nacht. 21, naja. Ist eh die kleinere Menge, ne? Von daher. Nicht ganz so dramatisch. Kann man die Ballen auch nicht hier besorgen. Ja, was haben wir jetzt Prozente? 96. Ja, ein bisschen schneller, ne? Gewalzt ist, kein E. Also ein bisschen Walzung. Was noch fehlt. Müssten höchstens um 18 Uhr wieder dran denken. Ach, die BGH-Person. Hm. 98, da können wir warten. Dann ist halt die B gar nichts. 8:99. 10 Uhr. Und dann bin ich geil. Mal gucken, ob das klappt.
Kein Bunker gefunden. Bin drinne. So, gute Frage ist, öffne das und es ist die Lage oder öffne das? Der hat nicht gemacht. Ziel öffnen. Ah, nice. Deswegen. Meinte ich, dass man das den Mod deaktivieren muss. Und zwei habe ich noch. Ein bisschen verzichten muss ich jetzt noch. 1%. Dann 6 Minuten. Kann auch nicht sein, dass ich das echt noch nicht gespeist ist. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Brauche ich dann nebenan nicht öffnen, das ist ja genau gleich. Kack. Das ist das gleiche. Ins Grün. Zeigt mir an, öffnen. Der ist noch nicht fertig. Aber ich kann es nicht öffnen. Dann ist er gleich wieder. Was haben wir jetzt? 7:25 Uhr. Ja, Montag, schön Wochenstart, ne? Das ist leer. Lustig. Ich zeig's mal einfach, ne? Also, kurz. Speicher. Verlassen. So. Ist ja kein Geheimnis. Gehen wir auch mal ein Spiel schon 10. Weiter. Und jetzt das Bunker-Silo-System schließen. Das kann man so nicht erkennen. Und den anderen gleich aktivieren. Grund, da wo kein Häkchen hinter ist. Deswegen Wasser. Finde ich jetzt nicht. Da. Ein Start. Naja, zwei Silos. Naja, wir haben zumindest eins, ne? Oder zwei haben wir jedenfalls. Nicht speichern soll, ich habe einfach nur laden müssen. Dann wird das nicht so tragisch. Na, muss später. Oder im Autosave das löschen, ach egal. Das kriegen wir eh verarbeiten und dann ja noch mal zwei. Das der eine war ja der Transporter für Kühe. Schweine und Rinder und Schweine, Rinder und Schweine und Schafe und Pferde. Mit mehr Tieren drin, ne? So. Nächste. Deswegen habe ich den Mod ja meistens deaktiviert, dass ich die unverhofften Visile öffne, der nicht aufgehen soll, ne? Mal kurz durchschalten zum Balzen aktivieren. Erster überhaupt nicht.
Du bist eigentlich fertig, ne? Ja. Nacharbeit muss ich mit anderen machen. Wenn ich das machen möchte. Sieht's Gras aus? Noch so früh. Erntereif. Aber nicht voll, ne? Das lassen wir mal einen Tag stehen. Oh, nicht schlecht, obwohl wir haben eigentlich. Nee, aber einen Tag stehen. Naja, im Prinzip ist ärgerlich, dass auch nicht jetzt im Prinzip noch zwei Tage, drei Tage brauchen, ne? Na ja, gut, ist das ändern. Ich hätte den speichern dürfen, dann wäre es vielleicht gegangen. Und es ist schade, dass man nicht so Prinzip so machen kann, dass man das aktiv auf mit dem Namen legen kann, ne? Also separat so speichern. Das ist. Die kann man auch öffnen. Und hier ist die Lage. Da geht's nicht. Naja, probieren wir aus. Und hier ist 2%, wollen wir gleich überlegen. Wir hinkriegen, wer hier aufmacht. Im Grunde hätte ich das vorne aufmachen müssen, ne? Dann wäre das gleich funktioniert hätte. Bis morgen Tag nicht auf. Okay, haben wir Mais-Silage, dafür haben wir drüben keine Gras-Silage. Die haben wir auch nicht. Und dann brauchen wir jetzt ein Wachstum und ja, Wachstum und sobald wie möglich Entschuldigung, das Unkraut da ist und bekämpfen können, ne? Obwohl das ja eigentlich gepflügt wurde, mehr oder weniger überall, dürfte nicht Unkraut kommen. Das ist die gute Nachricht. Gerade so einfällt. Bis auf Feld 32. Gut, jetzt können wir die Uhr drehen, an der Uhr drehen. Dass wir wissen, die Tage jetzt beschleunigt durcharbeiten können. Felderbeiten sind fertig. Wie gesagt, nochmal düngen. Dann wollen wir Wachstum abwarten. Erste Stufe dürfte dann bald passieren. Dann ist das fertig. Oder rein, ne? Müsste fett gewesen sein oder anderes, egal. Aber den Fett brauchen wir für Geras vorne hier. Dünger müsste normalerweise nur
32 und die 5 bekommen. Ansonsten, naja, wir können mal Dünger fahren, ne? Gärreste. Das können wir machen. Gleich einen Sensor kaufen und einen Sensor fahren. Müssen auch wissen, wenn das extrem trocken ist, Gärreste auch mal trocken ist, dann muss er verrotten, dazu braucht Wasser, ne? Bei Trockenheit, ja, ist es halt schwierig. Allgemein. Keine Pflanze kann Dünger aufnehmen, wenn kein Wasser da ist. Keine Ruhe. Das ist normalerweise nicht. Das hier nicht gleich losgehen. Mist habe ich also keinen da. Machen wir auch gleich. Und mir jetzt die Tage halt so schnell vorausgehen, spielen, dass wir da bald wieder ändern anfangen können. Ne? Ja. Jetzt haben wir mal ein Mist zu anderen Teil hinbringen, anderen Bega. Silage drin. Muss ich jetzt nicht wissen. Ach, das kann, ja klar, das ist das eine, der eine Ball nicht reingelaufen hat. So. Die Balze stellen wir weg. Beim nächsten Ring wird sie auch sauber. Den Mistanhänger holen. Wenn wir da anfangen könnten gleich, ne? Mal von den Kühen, die mit dem Mist. Bitte zügig. Brrr. Gras lassen wir auswachsen, dass es richtig schön groß ist, dass wir da nicht so oft fahren müssen. Dann haben wir das ganz schnell geschafft. Den müssen wir so manuell machen. Weil da
Das Feld oder die Wiese ist ja mehr so im Feld zusammen. Also das funktioniert nicht so, wie das mir das jetzt vorstellen, wie das sein könnte, ne? Damit. Die gehen auch noch rein, ne? Die 66 noch, komm. Mach einen Berg drauf. So. Ich werde mal hier ganz kurz nacharbeiten. Da oben die Ecke. Da oben. Aber eh hier sind, ne? Und Kraut geht nicht weg. Da wo ich gekrümmert wurde, bleibt stehen. Beziehungsweise da, wo auch nicht gepflügt wurde. Hier wurde ja eh nicht gepflügt, aber an anderen Feldern, wo so Ecken sind, das ist immer halt so, ne? Den Berg abrollen. Das wird besser. Wo die Walze nicht mal so dramatisch ist, ne? Eben die goldene Mitte. Ein bisschen können wir auch liegen lassen. Was kann man löschen? Ja, liebe Zuschauer, das soll schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schon Dank. Ich bleibe reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.